erschlagen. Warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Ihr hättet nie und herkommen sollen. Ja, armer Avil. Er hätte mit uns kooperieren müssen. Denn wer am Leben geblieben? Die goldene Klaue, ein Tagebuch und eine Tunika, die brauchen wir aber nicht. Oh nein, das wollte ich nicht. Nichts drin, nichts drin. Was drin? Gold. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ist es wichtig, dass ich das Tagebuch vorlese? Kommt drauf an, wie viel das ist, sonst bin ich faul, glaube ich, das vorzulesen. Wir gucken mal. Sonst schreibt mir das, sonst lese ich sowas vor, wie ihr das wollt. Das Tagebuch, wie lang ist das denn? Umblättern. Eine Seite. Maus 1, Maus 2. Dann lese ich das eben vor. Meine Finger zittern. Ich halte die goldene Klaue endlich in den Händen und mit ihrer Macht über die uralten Nordhelden. Dieser Schwachkopf, Lucan Valerius, hatte keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit der Schlüssel zum Ursturz-Hügelgrab war. Jetzt muss ich nur noch zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Ja, also, ich muss doch sagen, weil ich weiß, was das für eine Prüfung ist, also da wird doch schon viel gesagt, was ein Tipp ist. Doch, das ist, war doch relevant, das vorzulesen. Ich guck mal, wie ich das bei den anderen Sachen mache. Ich speichere mal. Sicher ist sicher. So, und ein Daugre. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus, dass sie so auch gesprochen werden. Ja, der macht viel Schaden. Noch einer. Oh, der macht auch viel Schaden. Den machen. Jawohl. Und heilen. Ja, jetzt haben wir unsere Wiederherstellung verbessert. Hier steht Stufenaufstieg 2. Das heißt, ich muss zwei Sachen noch verbessern und dann bin ich in die nächste Stufe bereit zum Aufsteigen. Illusion und Kopfdiadem. Sonst waren das alle, ne? Die zwei und der hier noch, der es noch nicht aus seinem Grab richtig rausgeschafft hatte. Ja, und hier sehen wir eine Falle. Ich will mal einmal probieren, ob ich es schaffe, auszuweichen. Weil das... Oh, das schnellt doch schon ganz schön vorbei, aber das ist möglich. Und ich glaube, das würde mich töten, wenn ich da in die Spitzen gekommen wäre. So, und sofort hin da. Noch einer? Ja. Und der nächste Stufenaufstieg, weil wir schwere Rüstung verbessert haben, was wichtig ist, um einfach mehr Schaden aushalten zu können. Ja, wie kommen wir da gleich durch? Das ist die Frage. Ach, Stufenaufstieg. Einhändig. Dann gehen wir jetzt mal auf Ausdauer. Und nächstes Mal kommt Magiker dran. Jetzt würde ich sagen, verbessern wir mal unsere Schießkunst, weil damit könnte man ja auf Entfernung schön immer anschwächen, wenn es starke Gegner sind. Das wäre dann wieder 20% mehr Schaden. Jetzt war ich wieder so doof und habe nicht geguckt. Doch 16. 16 hat der Bogen gemacht, das weiß ich noch. Und jetzt macht er 19. Also das sind 3 mehr Schaden. Gold und Gold. Den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Können wir eigentlich schon Schreie ausüben? Kräfte. Kampfschrei. Das können die Nord eigentlich von Natur aus. Ich will euch das mal zeigen. Schreie könnt ihr mit Y wirken. Und jetzt, glaube ich, fliehen die Gegner. Weiteres werden wir noch über die Schreie sagen. Ich möchte euch da jetzt... Das können wir nur einmal am Tag einsetzen. Ja, schade. Habe ich jetzt benutzt.
Aber doch, den, ich möchte euch da nicht zu viel verraten. Speichern mal, nicht, dass ich da zu viel Schaden nehme. Und jetzt können wir es auch noch abstellen. Ah, wieder Leertaste gedrückt. Und abgestellt. Okay. Und es geht tiefer hinein. Ah ja, da ist schon ein Begrüßungskomitee. Und wieder ein spezieller Schlag. Ich weiß gar nicht, wo... Ich habe ja so ein paar Leute, die das verfolgen und schon Skyrim gespielt haben. Wie werden eigentlich die Spezialangriffe ausgelöst? Durch eine bestimmten Kombination oder so? Wäre cool, wenn ihr mir das mal schreiben könntet. Das würde mich interessieren. Und... Ja, leider... Wir können aber eben noch das Gold rausnehmen. Hier kommen so ein paar. Ja, die machen Schaden. Ja, der macht auch schön Schaden. Ich weiß nicht, wovon das abhängt, wann wir so einen speziellen Angriff machen und wann nicht. Ob die, wie schwach oder stark die Gegner sind oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Weiter im Programm. Wir kommen in einer Halle. Und da ist schon gleich der nächste. So. Ich mache jetzt eigentlich fast alle mit diesem speziellen Angriff. Das war schon mal nicht schlecht. In meinem ersten LP von Skyrim, das war total blind und da habe ich hier rumgesucht, wo muss ich denn lang? Dabei ist das hier direkt sichtbar, aber na gut. Das hat so ein blind LP an sich, dass man da halt ein bisschen mehr suchen muss. So, hier irgendwelche Schimmelpilz. Ja, schön zum Mitnehmen. Jeder mag Schimmelpilz. Und einmal duschen. Ja, wenn man jetzt da untersteht, dann sieht das nicht mehr ganz so hübsch aus, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dass man da untersteht. Gold, Rolle und ein Zaubertrank der Ausdauer. Gucken wir einmal, wie tief das... Ja, das geht. Geht nicht tief runter. Sprinten wir mal hier runter. Da hätten wir auch einen Bogen nehmen können. Fällt mir gerade so ein. Und was mir... Oh, Eisenbahn. Können wir gut noch gebrauchen, wenn wir Sachen bauen wollen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich möchte nochmal eben das Eisenschild favorisieren. Kommentieren und liken. So, weiter. Müssen wir geradeaus. Wir können ja einmal nach unten gucken, was hier noch so gibt. Ein Skewer ist hier und eine Truhe. Ja, eigentlich guckt man meistens immer, wenn man einen Wasserfall sieht, ob dahinter was ist. In diesem ist es jetzt nicht der Fall. Aber eigentlich ist das ja schon cool, wenn man einen Wasserfall, einen größeren sieht, dass man denn dahinter gucken will, was ist denn da eigentlich. Und Gold. Jawohl. Liegt hier noch irgendwas rum? Dietriche oder so? Nicht der Fall. Okay. Dann weiter im Programm. Hier lang. Das Schild habe ich ja favorisiert. So könnten wir mal ein bisschen blocken. Und dann kann ich mir Heilen immer halt speziell legen, wie ich mir das möchte, wenn ich das brauche gerade. So. Ziemlich langer Dungeon eigentlich. Aber da geht es schon ins Tiefe hinein. Ja, der Schild hat doch schon ein bisschen Schaden abgenommen. Und wieder Spezialangriff. Vielleicht, wenn ich gedrückt halte und er genügend oder so wenig Leben hat, dass dieser spezielle Angriff dann alles abziehen würde an Leben. Und wir gehen ins Allerheiligste. Was auch im Buch stand, dass es die erste Prüfung ist im Allerheiligsten. So. Weiter.
Ja, hier ist ja erstmal noch nichts. Ah, wir sehen. Wir speichern. Das sehen wir auf jeden Fall. Weil es ist immer scheiße, wenn man Leben dadurch oder sein stirbt durch sowas und dann erst ganz woanders gespeichert hat oder ein automatisches Safe Game passiert ist. Das war, glaube ich, ein Gift gerade. Ich habe jetzt einfach willkürlich mitgenommen. Hier könnten wir zum Beispiel, wenn wir so welche Pfützen sehen, das muss ich jetzt einfach mal einmal zeigen. Und er macht das Bumm. Und jetzt nimmt er Schaden, wenn er da durchgeht. Währenddessen nehmen wir das Schwert und machen uns auf seinen Schlag gefasst. In Skyrim können die Waffen auch nicht mehr kaputt gehen. Das heißt, da können die jetzt so oft raufschießen, wie sie wollen. Da passiert nichts mit. So. Nordpfeile. Der Bogen 21. Der ist besser. So, dann nehmen wir mal wieder Heilung. Und heilen uns mal entsprechend. Und ich würde sagen, den nächsten Skillpunkt werden wir denn auf Wiederherstellung setzen, damit einfach Heilung viel besser funktioniert. Heilung ist manchmal ziemlich wichtig. Es gibt manchmal starke Gegner, wo man dann mal zwischendurch heilen muss. Das soweit. Ich glaube, man kann den hier abschießen oder abschlagen. Stimmt das? Ja. Okay, es hat mir jetzt ein bisschen abgezogen, aber so kann man dann sich so ein bisschen Möglichkeiten verschaffen oder Vorteile verschaffen, besser gesagt. Und wir sind im Allerheiligsten. Dafür stecken wir die Waffe weg und gehen vor. Uns erwartet das erste Rätsel oder die erste Prüfung. Die sehen wir, wenn wir unter Sonstige gehen und dann die goldene Klaue uns angucken. Da zoomen wir rein und dann können wir uns das besser angucken. Also Bär, Schmetterling, Eule. Also Bär, das ist eine Eule. Bär, Schmetterling, Eule. Also alle zweimal eigentlich. Jo. Und los mit der goldenen Klaue. Und die Tür geht auf. Da, schön gemacht, die Tür so aufgehen zu lassen. Da hatte Oblivion auch so seine Sachen, die wirklich cool anzusehen waren. Auch für die Zeit. Das war ja sehr fortschrittlich. Ja, nichts drin, schade. Schade drum. Und wir sehen ein... Ich glaube, man kann Schrein sagen. Und ein Fluss fließt hier durch mit kleinen Wasserfall. Das ist wirklich sehr liebevoll gemacht, muss ich sagen. So, und wir lernen ein Wort der Macht. Kraft, unerbittliche Macht heißt er. Und wir speichern einmal, weil ich leider weiß, was passiert. Es tut mir leid. Wir kriegen Besuch von einem Fürst. Daneben. Und der kann schreien. Er ist der Stimme mächtig. Und ich schätze mal, der macht auch ziemlich viel Schaden. Es geht, wenn ich blocke. So, jetzt siehst du, wenn ich nicht geblockt habe. Und wir sind schon wieder die nächste Stufe. Und na los. Das war's mit dir. Und da ist der gewünschte Drachenstein und eine verzauberte Waffe. Das ist die erste. Wenn wir da schlagen mit, haben wir noch den Vorteil. Hier ist der Ladebalken sozusagen. Das Ziel erleidet nochmal extra 5 Punkte Frostschaden. Sozusagen 28 Punkte Schaden. Also nee, nicht Schaden. Ausdauer wird damit noch abgezogen. Das heißt, die Schläge von ihm wären nicht mehr ganz so stark. In der Truhe sehen wir einmal Handschuhe, die... Ja, die machen mehr Verteidigung. Und Seelensteinring, der steigert die Magika. Den nehmen wir auch. Und beschwört einen Schutzgeist für 60 Sekunden. Das ist auch nicht schlecht. Nochmal einen Trank. Ein Seelenstein. Und jetzt müssen wir einmal eine Inventur durchführen, was wir jetzt raus und rein nehmen. Du bist drin.
Da machen wir nochmal zwei mehr Verteidigung. Wie viel Schaden macht denn die Axt? Holzfäller. Wo haben wir sie denn? Na los, wo ist sie denn? Bin ich blind? Da ist sie. Nicht. Habe ich sie nicht mitgenommen? Jetzt mal ehrlich. Achso, ich habe die gar nicht mitgenommen. Gut, ich dachte schon, ich wäre über die Zeit blind geworden. So, und ich glaube, diese ganzen Sprüche, die hier sind, gibt es noch alle, die man sich zulernen kann. Die denn, also es gibt viel mehr dieser Schreine in ganz Skyrim verteilt, wo wir diese Schreie lernen können. Da gibt es denn mal lustige, mal wirklich hilfreiche. Und ich glaube, soweit war das hier alles, was es zu erkunden gibt. Heilen können wir noch. Auf links. Jetzt habe ich geschlagen. Ein Hebel. Skillen wir eigentlich unsere Magie oder Wiederherstellung, wenn wir es einfach durchgehend machen, obwohl wir gar nicht mehr heilen brauchen? Ich weiß es nicht und mir fällt gerade ein, wir haben noch einen Stufenaufstieg. Um den kümmern wir uns. Blüten. Ja, die nehmen wir doch gleich mit. Entschuldigung, das ist zwar ein wenig Grabschändung, aber sei es drum. Und die neue Stufe. Wie gesagt, gehen wir auf Magika und Wiederherstellung. Wiederherstellung. Das müsste Wiederherstellung. Die Wiederherstellungszauber werden nur für die Hälfte Wirkung. Das heißt, sie verbrauchen nur die Hälfte an Dingsbums. An Magika. So, und wir erreichen die Außenwelt. Ich frage mich ja immer dabei, warum können wir da nicht auch reingehen? Wäre zwar einfacher, aber man weiß es ja nie. So, genießen wir noch einmal die Aussicht. Und hier hat meine letzte Folge der Part 9 geendet von meinem alten Let's Play. Und hier wird sie diesmal auch enden, aber es wird diesmal weitergehen. Aber hier machen wir dann ein Päuschen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge und bis dahin. Ciao.